Hier ist unterschwellige Energie zu spüren. Es muss hier sein. Ein paar äußerst aggressive Wolfen haben sich hier niedergelassen. Bitte werde sie los. Das erledige ich gern. Widerliche Dinger. Also gut, finden wir die Markierung. Da, ja. Wie ungewöhnlich. Das habe ich schon einmal gesehen. Das löst nur mit dem richtigen Reiz aus. Und zwar? Ein Energiewechsel. Wenn er stark genug ist, erfassen die Kabel das und die Markierung wird aktiviert. Wie ein Feueralarm? Exakt. Das Gestalterobjekt an diesem Marker ist für Echos gemacht. Verstanden. Legen wir Feuer. Es funktioniert. Aber die Markierung wird erst durch einen größeren Energiewechsel aktiviert. Wir brauchen mehr Echos. Wir müssen in der Nähe sein. Ich hab hier einiges gar. Überlass ihnen das Herumlungern. Die sind bestimmten Energiearten gegenüber empfindlich. Muss wohl auf ihre Insektenphysiologie zurückzuführen sein. Ich frage mich, ob... Ich bin gerade irgendwie beschäftigt, Matthias. Oh, ja, natürlich.
zu, dass sie dir im Weg steht. Hat sich nicht vor. Holen wir diese Echos. Wieso sind sie in Käfigen? Das ist irgendwie unsinnig. Wie alle Köder für Freelancer. Ah, clever. Das respektiere ich irgendwie. Es tut sich nichts. Wir brauchen wohl noch mehr. Wir müssten in der Nähe sein. Scheint, als hätte das Echo einige schleimige Krabbeltiere angelockt. Ah ja, wie unerfreulich. Es sind faszinierende Kreaturen, aber nur aus weiter Entfernung. Hinter einer Mauer, wenn das Licht an ist. Was glaubst du, wird passieren, wenn wir die Markierung auslösen? Das weiß ich nicht genau,
Aber meiner Theorie nach erfahren wir etwas über die verborgenen Runen. Hast du das ohne die Hilfe von Freelancern hingekriegt? Langsam, mein furchteinflößender Gefährte. Langsam. Schon allein diese Aufgabe würde mir garantiert viele unbequeme Nächte im Dschungel bescheren. Dieses Buch, das du suchst. Das elysische Manuskript. Genau. Was glaubst du darin zu finden? Finden? Nun, Arkanisten suchen Wahrheit, aber die Zeit verdreht die Wahrheit. Versteckt sie. Das Manuskript ist ein Fenster zu einer sehr alten Wahrheit. Thank you.